Das ist UFO-Döner. Stopp jetzt. Was ist UFO-Döner? Wo ist das? Ist was Neues? Okay, dann essen wir jetzt UFO-Döner. Wir stellen uns jetzt nicht in die Schlange, damit wir so einen Döner bekommen. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Monkey UFO. Oh mein Gott, guck doch mal. Oh mein Gott. Bin ich jetzt echt so doof und stell mich hier an? Ey, Entschuldigung. Was denkt ihr, wie lange müssen wir anstehen? Oh, weiß ich nicht. Was denkst Vielleicht du? Vielleicht halbe Stunde. Scheiße. Meint ihr, das lohnt sich? Habt ihr den schon mal gegessen? Nein, noch nie. Zum ersten Mal. Naja, dann müssen wir mal durch. Ja, müssen wir probieren. 7,50 Euro, Leute. Wir haben es bestätigen lassen. Wir stehen hier an für einen 7,50 Euro Döner, der aussieht wie ein UFO. Hey, wollen wir uns Trüffel auf die Fries hauen? Ach, drauf geschissen. Nehmen Chili Cheese, oder? Ja, diese. Oh, die Chili, da ist die Chili Cheese Soße. Oh, die sieht aber auch geil aus. Bin ich jetzt dran mit bestellen? Okay. Okay. Guck, ich krieg Panik. Ich bin nicht gut im Bestellen. Leute, ich krieg das Timing auch nicht hin. Kriegst du das Timing nicht hin? Und meistens stehe ich dann da und weiß auch nicht, was ich sagen soll. Das wird jetzt eine komplette Katastrophe. Ja, guck, so wird das gepresst. Monkey, den klassischen mit allem? Nee, den klassischen. Und, ja, einen normalen klassischen mit allem. Genau. Und ein UFO klassisch. Oh, Scheiße. Welche würdest du empfehlen? Welches Fleisch willst du haben? Das normale? Kalte Hähnchen. Hähnchen? Kalt ist auch gut. Was war das denn? Ja, mach drauf. Knall alles drauf. Baller drauf. Und mit Käserand muss ich. Weil so Sparmenü mache ich dann. Perfekt. Er knallt jetzt alles drauf. Ja, geil. Du kriegst jetzt eine Klassik-Meinung. Meinungszufrieden. Ist das oder ist Kalb geiler? Was sagst du? Kannst du beide haben. Okay, mach beides. Geil. Leute, ich bin so schlecht im Bestellen. Aber ich glaube, es läuft gut. Dankeschön. So, ich muss jetzt zweimal gehen. Ja. So. Scherz, sie hat ihre Cola vergessen. Dankeschön. Sie hat jetzt geholt. Dankeschön. Hier ist er, Leute. Der UFO-Döner. Eine Stunde. Haben wir jetzt eine Stunde dafür angestanden? Ich glaube schon. Das ist er. Eine Stunde haben wir dafür angestanden, Leute, um den UFO-Döner jetzt zu testen. Das ist ein Döner, der durch so eine Presse gegangen ist. Und jetzt ist der, der ist halt, also das einzige Ding ist so, ist ein normaler Döner, aber er hat drumherum Brot. So. Aber es ist ultra gehypt, ist wohl, anhand des Schilds ist es wohl das erste Mal, dass es sowas hier in Deutschland gibt. Kommt wohl irgendwie, hat der Chat eben gemeint, aus Asien oder sowas, keine Ahnung. So. Soll wohl weniger kleckern. Ah. Geil. Also, erster Biss komplett Brot. Wer hätte es gedacht? Ach komm. Wir haben uns außerdem für den normalen entschieden. Es gibt aber auch Halloumi, ich glaube Sucuk, da spricht mir das überhaupt so aus. Und Chili Cheese. Wir haben den Klassik genommen, um den zu vergleichen mit einem normalen Döner. Der Calzone-Döner. Ja. Ich kann dir noch nicht sagen, ob es frisch schmeckt, weil ich bin noch nicht mal dran. Da ist ja nur Brot, wie du siehst. Und Soße. Und Käse im Rand. Wenn man das Sparmenü nimmt, hat man auch automatisch Käse im Rand. Kann man ansonsten aber auch für 1 Euro, glaube ich, dazu bestellen. Ja. Ja, aber gut, dass das viel Brot ist, ne? Das wäre jetzt auch... nichts, um mal zu denken, dass er jetzt plötzlich so kommt, ne? Also das wussten wir ja schon vorher. Wenn das Ding drumherum mit Brot ist, dann ist es natürlich
auch viel Brot. Ja. Das ist ja jetzt nichts, was irgendwie plötzlich kommt. Ob an der Soße gespart wurde, das ist ja fast nur Soße, was du hier siehst. Alles, was hier verfärbt ist, ist nur Soße. Schmeckt wie ein normaler Döner, nur dass man halt anders isst, weil drumherum Brot ist. Ich würde aber sagen, dass dadurch, dass das halt Brot ist, was halt da so reingepresst wird, ist es nicht dieses, weil manchmal geht ihr ja zum Dönerladen und ihr habt so fluffiges Dönerbrot, so, ne, was außen crispy ist, ist super dick und ist super fluffig. Und das ist das hier halt nicht, wahrscheinlich zwangsläufig deswegen, weil es halt in diese Presse halt reingeht. Also ist schon fluffig und so, aber es gibt schon diese sehr, sehr dicken Dönerbrote. Also sehr knusprig ist er. Ich finde den Rand auch geil, so in Kombination, dass du da halt reinbeißt, dass das knusprig ist. Und es ist ja auch mit Käserand und so. Das ist schon ziemlich geil. Schmeckt auch spicy. Und Soße ist richtig viel drauf. Aber ich glaube, wir hatten ja auch alle drei Soßen, also alle Soßen, die er hatte. Und spicy ist es. Da hat er auch spicy Soße drauf gemacht. Voll. Und es ist echt viel Soße. Guck mal, es ist echt viel Soße. Und ist auch gut was drin. Ist schon ordentlich gefüllt. Was würdet ihr sagen? Gut gefüllt? Wie ein normaler Döner halt. Wie ein normaler Döner. Kann man einer einen Screenshot machen? Auf jeden Fall stimmt es, dass man mit dem weniger kleckert. So. Also auf jeden Fall kleckert man weniger. Das stimmt schon. Also man kleckert signifikant weniger als mit einem normalen Döner. Er sieht fett aus. Ja, schmeckt gut. Das schmeckt wie ein ganz normaler Döner. Wie ist die Fleischqualität? Gut. Ich weiß nicht, wie kann man die Fleischqualität, ich habe, glaube ich, Kalb und Chicken, glaube ich, gemischt. Wie ein normaler Döner. Wie ein ganz normaler Döner. Das habe ich gerade gesagt, Nadino. Nee, also es gibt ja verschiedene Arten von Döner und wenn du halt bei manchen Dönerläden Döner kaufst, dann kriegst du ja so richtig dickes Brot und so richtiges, was draußen knusprig ist und innen ist es fluffig. Und das ist halt anders. Wahrscheinlich, weil es aber auch durch diese Presse halt gegangen ist und auch dünn sein muss, damit es halt zusammengepresst werden kann, der Rand. Deswegen würde ich sagen, das Brot ist dünner als bei einem guten, normalen Döner. Okay, finales Feedback zu dem UFO-Döner. Ist ein normaler Döner. So. Kann man nicht anders sagen. Fleisch ist super, Gemüse ist super frisch, ist alles toll, Brot schmeckt auch toll. Ich fand die Soßenauswahl sehr, sehr gut. Die haben wirklich viele Soßen und auch wirklich viele geile Soßen. Ich glaube, ich habe jetzt drei Soßen da drauf, was schon ziemlich geil ist, ehrlich. Habe ich schon gesagt, dass es geil ist? Ja. Auf jeden Fall ist ein normaler Döner, isst sich halt ein bisschen komfortabler in so einem geschlossenen Brot als in einem offenen. Aber kann man mal machen, wenn man hier ist und wenn die Schlange kurz ist, aber erwartet da jetzt nicht eine Weltneuheit, also ne, dass das euch jetzt komplett wegbeamt, so. Ja, aber kann man machen. Ja. Ziemlich, aber wir haben noch gar nicht den Preis gesagt. Warte, ich habe irgendwie die Quittung. Gar kein Problem, Leute, der Döner ist ja schon fast kalt. Und dann können wir jetzt auch noch nach der Quittung suchen. So. Also. Hat gekostet 7,50 Euro, der Klassik-UFO-Döner. Und dann haben wir ja noch eine Cola dazu bekommen und die Pommes und den Käserand. Und das ist das Sparmenü, was wir dazu buchen kann. Dazu buchen. Wow. Das kostet nochmal 5,90 Euro, das Upgrade. Ja. Und dann liegen wir bei 20 Euro. Nee, das bin ich echt blöd. Was ist 7,50 Euro plus 5,90 Euro? Könnt ihr euch jetzt selber ausrechnen. Ja. Ja.